Du willst mehr Videos wie dieses? Yeah. Dann gib einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Das ist Nelly, unsere Zeichnerin. Wenn sie zeichnet, braucht sie dafür Papier und Stifte. Und für das Tier, was sie uns heute zeichnet, braucht sie besonders viele Stifte, weil das ist ein recht bunter Vogel. Anders gesagt, ein Tukan. Das Auffälligste am Tukan ist der Schnabel und deswegen fängt die Nelly mal mit dem Schnabel an. Ah, das ist der Körper. Fehlt noch das Auge. Eins. Ah, ist schön gemustert, unser Tukan. Tukan ist ja nicht gerade bei uns zu Hause, sondern eher in den tropischen Regionen. Und so klingt er, unser Tukan. Mittel- und Südamerika ist er zu Hause. Und da sitzt er dann im Tropenwald. Das ist der Schwanz. Der Baum hat natürlich Äste mit Zweigen, braun und grüne Blätter und der kunterbunte Tukan mitten drauf. Gehört übrigens zu der Familie der Spechtvögel. Wie unser Buntspecht. Ist ja auch bunt. Das ist Nelly, unsere Zeichnerin. Zum Zeichnen braucht sie Papier und Stifte. Heute zeigt uns Nelly, wie man ein Walross zeichnet. Das hatte mal zwei Augen und eine Nase und einen Mund. Und jetzt kommt gleich das Wichtigste. Die Stoßzähne. Zwei Stück haben die Männchen wie die Weibchen. Aber die Stoßzähne von den Männchen sind ein bisschen größer. Schwanzflosse. Am Land ist er ja etwas unbeholfen. Wenn er auch einen Mordslärm macht. Aber im Wasser ist er ganz flott unterwegs. Unser Walross. Gott sei Dank auch ein freundliches Walross. Noch die Flossen. Und ein bisschen Wasser. Das ist Nelly, unsere Zeichnerin. Und wenn sie zeichnet, dann braucht sie dazu Papier und Stifte. Heute hat sich Nelly einen freundlichen Meeresbewohner vorgenommen. Einen Seestern. Er ist übrigens verwandt mit der Seegurke und dem Seeigel. Ist aber ein Stern. Es gibt ganz kleine Sterne, die werden nur ein paar Zentimeter groß. Und solche, die werden bis zu 1,35 Meter groß. Im Wasser leben sie alle.
So, schon fast fertig. Das wird eine Muschel. Ist ja auch so eine Art Wassertier. Kriegt noch ein bisschen Farbe, unser Stern. Können übrigens bis zu 7 Jahre alt werden. Hätte man gar nicht gedacht. Das ist Nelly, unsere Zeichnerin. Und wenn sie zeichnet, braucht sie dafür Papier und Stifte. Heute malt Nelly eine Schildkröte. Das ist schon mal der Panzer. Der besteht aus Knochen und ist natürlich richtig hart. So, da ist der Kopf, beiden Augen und unsere Schildkröte hat richtig gute Laune. Deswegen guckt sie auch so fröhlich aus ihrem Panzer raus, weil wenn sie keine gute Laune hat, wenn zum Beispiel jemand kommt, den sie nicht leiden kann, dann zieht sie den Kopf ein und die Beine auch und man sieht nur den Panzer. So, jetzt malt die Nelly dem Panzer noch ein schönes Muster. Kann übrigens ganz schön alt werden, so eine Schildkröte. Manche bis zu 200 Jahre. Können wir Menschen nicht mithalten. Schildkröten gibt es auch schon ziemlich lange auf der Erde. Haben sogar schon zusammen mit Dinosauriern gelebt. Aber nicht unsere Schildkröte. Oh, die 4 Beine. Wie gesagt, wenn die Schildkröte keine Lust hat, zieht sie ein und man sieht nur den Panzer. Der sieht dafür auch ganz schick aus. Unsere Schildkröte ist grün in verschiedenen Schattierungen, bisschen blau. Wenn du deine eigene Schildkröte malst, gibst du ihr einfach deine Farben. Deine Wahl, deine Schildkröte. Viel Spaß dabei.
Du willst mehr Videos wie dieses? Yeah! Dann gib einen Daumen hoch und abonniere den Kanal.